Filme schon. We touch, we break, make it seem like we've... Ja, wir haben uns heute Morgen auf den Weg gemacht von Quebec nach Ottawa. Und wir sind jetzt ca. 4,5 Stunden unterwegs und haben jetzt noch 100 Kilometer vor uns. Und wir freuen uns schon und sind gespannt auf Ottawa. Wir haben dir noch gar nicht unser Mietwagen gezeigt. Die Gelegenheit nutze ich gleich mal und zeige dir mal unsere heiße Moppe. Für die Verhältnisse hier ein relativ kleines Auto. Ich hätte auch lieber einen dicken V8 Pickup gehabt oder sowas. Aber ist natürlich alles eine Kostenfrage. Ja, der hier kostet 26 Euro am Tag. Ist ganz in Ordnung. Wir sind jetzt in Ottawa angekommen, aber wir können erst in einer Stunde einchecken und die Zeit vertreiben wir uns mit Essen. Das haben wir nach dieser 4,5 Stunden Autofahrt auf jeden Fall gebraucht. Und verdient. Und verdient, genau. Einen geilen Burger. Ja, wir sind jetzt 6 Tage hier. Wir haben noch ca. 50 Tage vor uns. Wenn das so weitergeht, komme ich kugelrund nach Deutschland zurück. Wir sind jetzt in Ottawa und wollen die Stadt ein bisschen erkunden. Aber bevor wir damit anfangen können, mussten wir erstmal eine halbe Stunde nach einem Parkplatz suchen. Irgendwann haben wir dann ein Parkhaus gefunden und wir mussten unseren Schlüssel abgeben, weil schon in zweiter und dritter Reihe geparkt wird. Und ja, ich hatte erstmal ein mulmiges Gefühl, den Schlüssel abzugeben. Ich bin ja immer ein kleiner Schisser, aber wird schon alles gut gehen. I drive from your place, miss your lips, but I hate the taste, no fun in this game. Ich weiß, wer heute Abend zurückfahren wird. Wir befinden uns vor dem Fairmont Chateau Laurier, eins der luxuriösesten Hotels in Kanada. Und wenn ihr unsere Videos ganz oft liked und unseren Kanal fleißig abonniert, können wir uns vielleicht auch mal irgendwann eine Nacht dort drin leisten. Old Dubliner and Poorhouse und gönnen uns eine kleine Stärkung für zwischendurch. Auf jeden Fall mega geile Atmosphäre hier drin. Hey you, standing over there. Diesmal habe ich mich für die klassische Variante der Poutine entschieden. Mal gucken, wie die schmecken. Also auch die klassische Variante schmeckt mega geil. Und ich weiß jetzt schon, dass ich diese Dinger in Deutschland vermissen werde.
Das stadtbekannteste Gericht Ottawas ist der Beaver Tail. Ja, die Form erinnert natürlich an einen Biberschwanz. Es ist ein süßer Teig, der frittiert wird. Und du kannst hier sämtliche Toppings aussuchen. Wir haben jetzt Hazelnut-Spread und Reese's drauf. Aber da gibt es mit Maple-Sirup, mit allen möglichen Sachen. Und ich werde ihn jetzt mal probieren. Boah. Extrem geil. Okay, du bist auf Sendung. Der Kanal, den du hier im Hintergrund siehst, der ist im Winter die längste Schlittschuhbahn der Welt. Also hier hat man ziemlich viel Platz. Wir haben ihn wieder. Wir sind hier gerade am Moonies Bay Park. Und ja, ziemlich schöner Park. Ganz schön groß auch. Ganz schön groß, mit einem Strand und im Sommer bestimmt mega geil hier, wenn man im Fluss schwimmen gehen kann. Hätte ich das gewusst, hätte ich meine Badesachen eingepackt. Marc muss unbedingt mal testen, wie kalt das Wasser ist. Da ist er. Das bedeutet kalt. Ja, schön erfrischend. Da tun einem bestimmt schon die Füße weh, oder? Ist das nicht ideales Badewetter? Ja, gestern habe ich noch gesagt, schade, dass ich keine Badehose dabei habe. Aber wer braucht schon eine Badehose, wenn er eine Boxershort anhat? Ist doch gut frisch. Mal sehen, ob er ganz reingeht. Aber bestimmt. Es kann nie kalt genug für Marc sein. Jo. Und weg ist er. Anfang Oktober in Kanada schwimmen gewesen. Geil. Für mich reicht es, wenn ich nur meine Füße ins Wasser halte. Oh! Ja. Ist wohl frisch. Oder? Hä? Kalt, ne? Ja. Auf den wahren Eifler nix.
Leute, ist das nicht einfach der Hammer hier? Ist doch mindestens genauso geil wie Strand und Meer, oder? Willkommen in unserem Airbnb. Wir haben ein Privatzimmer in einer gesamten Unterkunft gebucht. Das hier unten, den Bereich teilen wir uns mit Kenzie, einem super tollen und netten Host. Hier ist der Flur. Also erstmal vorab, das Haus ist echt fett. Wohnbereich und Küche. Und das Allerwichtigste, Caramel. Oh, so süß. Ja, dann gehen wir mal hoch. Noch zu erwähnen, diese weichen Treppen, die sind der absolute Hammer. Da wir die einzigen Gäste sind, haben wir auch ein Badezimmer für uns alleine. Hey guys! Kleiner Wäscheraum mit Waschmaschine und Trockner. Probieren wir heute mal aus. Bevor wir euch jetzt das Zimmer zeigen, noch eine kurze Info. Wir haben dieses Airbnb, weil unser Host... Warte. Weil unser Zimmer einen Tag bevor wir nach Ottawa gereist sind, von unserem Host, von unserem ursprünglichen Host storniert wurde. Und dann mussten wir uns schnell was Neues suchen und Airbnb hat so einen super Service. Und die meinten, wir können uns auch etwas aussuchen, was etwas teurer ist. Und die haben dann die Differenz bezahlt. Und somit sind wir jetzt an dieses Schmuckstück geraten. Oh, das Bett ist leider nicht gemacht. Alles, was man braucht, Kühlschrank, Schreibtisch, Ablagemöglichkeiten, ganz wichtig. Und noch ein tolles Teil. Tada, ein Wandschrank. Ursprünglich hätten wir 35 Euro für die Nacht bezahlt und das hier kostet jetzt knapp 60, ne? Glaube ich eigentlich. Ja, aber Airbnb bezahlt die Differenz. Wir hoffen, Ottawa hat euch genauso gut gefallen wie uns. Hier sind super viele schöne alte Gebäude, tolle Restaurants, richtig coole Bars. Also, ist eine super Stadt. Und obwohl Ottawa die Hauptstadt Kanadas ist, ist das Citizentrum ja, relativ überschaubar und wunderbar zu Fuß erkundbar.